Ich glaube, man muss es nicht sagen, dieser Krieg hat viele dramatische, brutale und traurige Seiten. Aber es gibt auch hin und wieder diese Geschichten, die einen zumindest in Anbetracht der Umstände schmunzeln lassen. In einem kleinen Dorf in der Zentralukraine haben es Bürger geschafft, dass sich die Russen selbst besiegen. Und zwar mit einem Trick. Wie genau das funktioniert hat, unser Reporter Max Hermes verrät es. Diese Bilder sollen einen russischen Panzer Anfang März zeigen, liegen geblieben im zentralukrainischen Veprug. Der Bürgermeister des kleinen Ortes erzählt mir, sie hätten die ukrainische Flagge gehisst, während die Russen im Zentrum nach Sprit suchten. Unsere Leute haben direkt reagiert, als sie die Russen kommen sahen und die Territorialverteidigung gerufen, erzählt mir der 30-jährige Bürgermeister stolz, sie hätten dann eine List vorbereitet. Als die Russen dann erfolglos ohne Sprit zurückgekommen sind, sahen sie den Panzer und dachten, es wäre ein ukrainischer Panzer. Dieser Panzer hier, dabei war das Ganze ein russisches Fabrikat. Sie haben dann auf den Panzer geschossen und ihr eigenes Modell dann völlig zerstört. Bei der Territorialverteidigung sind sie noch immer stolz auf ihren Schachzug. Mehr als 100 feindliche Fahrzeuge haben die Ukrainer dort zum Umkehren gezwungen oder zerstört. Überreste wie die dieses Trucks, für die Kämpfer kleine Trophäen. Unsere Leute haben das Militärfahrzeug mit Molotow-Cocktails angegriffen und den Fahrer gefangen genommen. Für Dmitri Lunin, der die Militärs in der Region koordiniert, ist diese Geschichte der Beweis, wie schwach der vermeintlich überlegene Feind eigentlich ist. Ich halte die russische Armee nicht für stark, im Gegenteil, natürlich haben wir nicht so viele Soldaten und sind nicht so breit ausgestattet, aber wir Ukrainer haben eine unglaubliche Willenskraft und unsere Männer wissen genau, wie sie sich verteidigen müssen. Im Zweifel lassen sie die Russen einfach sich selbst abschießen. Kriegsführung in einem kleinen Dorf, da muss man wohl erfinderisch sein.